Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge der Landshof. So, ich muss hier noch eine Balle wegkarren. Muss hier gehen. Dahin. Die muss ich mal kurz wegholen. Der scheiß Buckel hier, der müsste mal begradigt werden. Dann muss ich die zwei Ballen von da hinten muss ich noch zum Antoine bringen. 8000. Eine gute Summe, ne? Alter, mich verarschen hier, da bleibt doch liegen, die dumme Sau. Auf jeden Fall fahre ich jetzt die zwei Ballen da fix hin. Also schön im Greifer fahren. Ist doch doof, ne? Nee, ich fahre hier mit, hier kriege ich die besser transportiert mit. Nee, sondern zu weit über die Straße fahren. Ich habe keinen Bock, noch einen Knoll zu kriegen. Fährt er hier. Ups. Ich glaube, der hat angehalten. Jo. Servus! Bist der? Ja. Ja. Der ist einfach mal in die Halle rein. Unter das Dach, unter das Schleppdach. Unter das Blechdach, ja, 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 okay. Genau. Kein Problem. Falls es mal anfängt zu regnen. Ja, ja, nee, mach ich. Kein Thema. Gut. Wunderhübsch. Was bist du am Treiben? Dreschen und jetzt Hafer verkaufen. Ah, okay. Nee, so bin ich noch nicht. Da habe ich schon ein bisschen Zeit. Gott sei Dank. Muss ich erst noch. Bisschen andere Arbeiten machen. Ja, stimmt, ich hab im Vorbeifahren gesehen, dass dein Feld auch reif ist. Welches? An dem Berg dort. Die 22. Okay. Auch schon also, reif. Fuck. Hab ich mal flüchtig gesehen von uns. Okay, dann muss ich mal nachher gucken. Naja, jetzt muss ich erstmal meinen Viehfütter, meinen neuen Futtermischung muss ich ausprobieren und so weiter und so weiter. Ja. Alles mit der Zeit. Kommt Zeit, kommt Rat. Nur kein Stress. Genau. Du brauchst kein Hafer oder Sojabohnen, oder? Nee. Du hast ja bloß Kühe. Ich hab bloß Kühe, ja. Na dann. Dann müsstest du Dings fragen hier, der Mathieu, dein Ex-Chef. Der was ja, braucht. Nee, der hat. Der ist Lauch schon voll. Hm, okay. Ja, nee, brauch ich nicht. Okay. Alles klar. Dann. Ja, bis später, ne? Ciao. Ciao. So. Nee, damit. So, ja, fange ich nichts an. Ich habe noch ein bisschen Unkraut, aber da brauche ich jetzt nicht extra mit der Dings los. Gott sei Dank liegen hier zwei. Das wäre jetzt blam, wenn hier keine Ballen liegen würden. Ballen verkauft und dann kann ich da. Fuck, das andere ist ja eine Strohballe. Ich werde tot. Tatsächlich. Das kann ja wohl jetzt nicht alles wahr sein, oder? Blind hier, ehrlich. Ich könnte mit der scheiß Balli wieder zurückfahren. Mann. Ich komme auch schon so hell vor. Aber er hat Heu bezahlt, dann müssen wir Heu bringen. Ich kann ein Stück bringen. Fuck. Frisch gepresstes Heu und dann bringe ich mir eine Strohbar. Das geht nicht.
Das können wir nicht machen. Ich kann mich auch den ganzen Tag mit ein bisschen Heu amüsieren, ne? Ja, da einfach vor mir weg. Oh, sorry. Wo bist du dann? Da hier. Ah da, wo kommst du denn her? Ich bin dir doch gerade entgegengekommen. Echt? Wo? Da vorne. Oh. Okay. Lecker ist auch weitergerollt, hab Handbremse vergessen anzuziehen. Sehe ich gerade. Aber er steht da vorne im Busch. Ah. Glück gehabt. ich wollte eigentlich mal nachfragen, wie es mit deinen Tieren ausschaut. Wie pflaster jetzt mittlerweile? Ich hoffe mal gut. Warte, muss ich in meine Dings gucken. Ich habe 15 braun-weiße und 4 schwarz-weiße. Ach, das geht ja noch. Das ist ja noch, noch überschaubar, würde ich sagen. Ja. Ja, ja, das ist gut. Noch alles im grünen Bereich, ja. Ja, du, ich hatte ja dein Heu mitgenommen, ne? Ja. Und ich hatte das ja auch nur einfach mal auf gut Glück mitgenommen und dann habe ich meine Bücher durchgeguckt und so. Also mit Gras, das geht wohl auch, aber halt die Effizienz ist aber halt nicht so hoch, ne? Also deutlich nicht so hoch. Ja. Also heißt, falls du das wirklich loswerden willst mal oder so, dann können wir das dann mal reinschmeißen. Ist aber deutlich, deutlich weniger Geld wert, ne? Okay, ne, ich habe jetzt dem Mathieu schon 2 Ballen verkauft, also ich habe jetzt, mal gucken, das nächste Mal wird auf jeden Fall wieder Silage, also das wäre dann für dich besser, ne? Ja, das Beste, ja, klar. Ja, ja, ja. Ne, dann kein Problem, ja, wenn die übrig bleiben sollte, das kann ja dann noch ein Jahr älter sein, ne, das muss ja jetzt nicht frisch sein. Nee, das ist ja egal, wenn das ja länger liegt, dann... Aber Stroh nimmst du nichts, ne? Nee, Stroh ist nicht gut. Ja, nee, das verkaufe ich dann so. Ne, kein Problem. Ja, macht das dann so. Genau. Aber gut zu wissen, wenn was übrig ist, dann... Ja, ja, falls bevor hier vor sich hingammelt. Ja, dass das Alte mal wegkommt, ne? Genau. Ja, wunderbar. Gut zu wissen. Kannst du dann entsorgen. Genau. Perfekt. So, wollte ich noch irgendwas? Nee. Wie war's nicht? Nö. Wenn nö. Ja, alles klar. Gut. So, nächstes dann Mal fährst du mit offenen Augen rum, ne? Ja. Ja, ich bin hier mit dem Frontlader, dann ist das immer so eine Sache. Immer. Soll ich dir helfen, deinen Traktor suchen oder findest du den neu? Wir sehen ja von hier im Busch da. Siehst du ihn auch? Nee. Ah doch, jetzt sehe ich ihn. Ja, so ein bisschen blau schimmert er. Ja, ich sehe ihn. So, ich wünsche was. Alles klar, hau rein. Okay, ja, das ist ja cool, wenn das mit Heu auch geht. Dann, alle Gras. Dann ist ja gut. Wenn die Ballen so dreht mit dem Spieß hier, dann bleiben wir besser stehen. Ne? Schieben wir jetzt ein bisschen um.
Und über wen sind wir weg? So. Mal Antoine. Da fahren wir hier vorne hin, wa? Steht noch nichts. Ganz hinten zur Wand. Voilà. So, jetzt fahren wir nach Hause die Slurse Stroh weg. Sehen, jetzt müssen wir meine Wiese schon gucken. Ups. Wann die wieder soweit ist. Mal gucken. Ne, das ist noch nix. Dies wird noch nix. Naja, muss ja nicht. Muss ja nicht sein. Aber die Pressenreparatur, die wird ja rund 1000er kosten, ne? Bestimmt. Das kann zwar hydraulisch, die sind ja ziemlich lang, die werden nur nicht ganz billig sein, ne? Jetzt versuchen wir hier die lose Stroh wegzukriegen. Mit dir Gabel, das wird nichts. Nicht so richtig. Ich glaube, wir brauchen eine andere Gabel für. Das hier wird nichts. Später hingelenkt. Nehmen wir die Lagezange dafür. Und mit der blöden Schaufel dann kommen wir natürlich voran. Das ist doch alles für Ausklinken gedacht. Das ist ja alles gar nicht gedacht hier, mich hier. Den Chrom. Aber die Lagezange. Mistzange, weiß ich gar nicht, wie wir ihn nennen sollen. Die ist für mich gemacht. So. Damit kommen wir aber auch bis auf den Boden. Damit ist alles weg.
gleich noch ein bisschen am Wasser gucken. Hab ich gerade gesehen. Schön weggekäumt werden hier alles. So, und den Rest würde ich sagen, seht ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, ein Abo wäre ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt Teamspeak vorbei. Der Name steht in der Videobeschreibung. Und bis dahin, bis dann. Haut rein. Tschüss.